Willkommen zurück zu Thief und wir müssen uns hier immer noch durch diese komische Stadt durchschlängeln und wollen zu Orion, weil der irgendwas Merkwürdiges vorhat und uns komplett verarscht hat. Wir haben für ihn Jobs erledigt und er hat hinter unserem Rücken irgendeinen anderen Mist geplant und uns nicht eingeweiht und uns aber trotzdem komplett die Drecksarbeit machen lassen. So, und erschlagen wir den jetzt hier oder lassen wir den in Ruhe? Wo müssen wir überhaupt hin? Müssen wir nach da oben? Nee. Was ist das? Das ist Feuer? Okay. Oh, fuck. Ich dachte schon, der kam näher jetzt. Die Stadt gehört uns. Wir sind erst am Anfang. Können wir den K.O. schlagen? Oder ist hier noch jemand? Oh, oh, okay, hallo? Und der vorbei ist? Sie sagten, Eisen bricht nicht. Aber das stimmt nicht. Oh, hier. Das haben die mich mitbekommen, oder was? Soll denn die Scheiße? Lass mich in Ruhe. Drop hier rein, drop hier rein. Boah, Alter. Okay, jetzt wissen sie, dass wir da sind. Das ist schon mal uncool. Aber es ist auf jeden Fall einer weniger schon mal. Eine Leiche. Ach nee, eine Leiche. Ihr habt doch schon auf mich geschossen. Seid ihr behindert oder was? Zerrt den Ungläubigen in das Licht. Okay, das ist ein Bogenschütze direkt vor uns. Lasst mich in Ruhe. Und ich hab euch nichts getan. Rein wieder. Haut ab, ihr Schweine. Was soll das? Lasst mich in Ruhe. Der Ungläubige ist nicht mehr hier. Ich weiß es. Ja, du hast gesehen, wie ich gegangen bin. Deswegen weißt du, dass ich nicht mehr da bin, du Schwachkopf. Ob wir uns den jetzt schnell schnappen und dann uns wieder verpissen? Ja, doch, komm. Ach, Scheiße. Nein, lauf! Ah, shit, der hat mich getroffen. Wir heilen uns mal fix. Zack. Ja, irgendwie läuft's gerade nicht. Er ist ungläubig, aber nicht Er ist ungläubig. Er ist weitergezogen. Hab ich da irgendwelche guten Pfeile? Brandpfeile. Ich könnte die ja mal anfackeln, wenn es klappt. Wo muss ich denn hin hier? Oh. Ich muss in die Richtung da. Kommen wir irgendwo hoch? Vielleicht wäre der Tod eine Gnade. Verschont mich! Ich sterbe ohnehin bald! Oh, wo geht's denn hier hin? Achso, das ist der Eingang, den wir auch nehmen hätten können. Oh fuck, hallo. Er ist weg. Direkt auf dem Glas, gar nicht gut, gar nicht gut. Und wieder zurück. Nicht aufs Glas. Scheiße. Die hören mich. Doch nicht. Da pennt noch einer. Wie sich's anhört. Da ist einer. Der chillt sich ein. Zeigt mir den Ungläubigen, damit ich ihm einen Boxen verpasse. Oh fuck. Da war einer. Direkt dort. Wo muss ich denn hin? Muss ich jetzt nach da oben? Sieht ich fast so froh, aus, oder? Wenn das alles vorbei ist. Wir geben ihm jetzt hier erstmal eine. Willst du mehr? Hä? Fuck, die haben später mitbekommen. Oh, ficken! Weg hier! Geh hier irgendwie hoch. Kannst du hier hoch? Wo muss ich denn hin? Ich geh erstmal hier rein. Boah! Lass mich in Ruhe! Du Schwein. Scheiße, da schießt ihr rein. Uncool. Aber ich habe gerade noch so ein Tor gesehen, was wir aufschrauben müssen. Das werden wir uns noch holen, denke ich mal. Ihr habt genug Zeit bei den Toten verbracht. Wir werden wiedergeboren. Da liegt jemand auf dem Boden. Und doch habt ihr wieder Northcrest abgesetzt. So, was gibt's hier drin? Müssen wir das knacken? Ne, ist schon offen. Sehr gut. Und ein Heilpaket. Genau das, was wir gerade brauchen. So, heilen wir uns direkt mal, oder? Bam. Und raus hier. Gut, müssen wir jetzt hier irgendwo hoch? Ich benutze dich als Zielscheibe. Oh, fuck. Na gut, wir gehen mal hier rüber. Da haben wir schon mal einen.
Ist hier noch jemand bei euch? Oh ja, da vorne ist noch einer. Kommen wir hier irgendwo hoch? Irgendwie auch nicht. Hä, wo müssen wir denn hier lang? Das Zeichen zeigt nach da. Ich würde mal sagen, wir versuchen jetzt mal hier die beiden danach auszuschalten. Das sind ja, glaube ich, nur noch die zwei. Und schauen uns dann mal in Ruhe um, wenn die ausgeschalten sind, wenn die weg sind vom Fern. Oh fuck, drei sind's. So darf es nicht enden. Nicht so kurz vor der Dämmerung. Dreht er sich jetzt um? Ah ne, der geht weiter. Ich gebe nicht auf. Weg mit dir. Boom. So, wo ist der hier die Runde geht? Ah, da drüben, auf der anderen Seite. Der hässliche Bogenschütze da oben nervt. Ja, einer eurer Brüder ist tot. Wo ist denn der Typ? Ah, da. Okay, den müssen wir erst noch ausschalten. Der muss auf jeden Fall noch weg. Hätte nur so einen hässlichen Seilpfeil. Also, da fehlt mir. Kommt der jetzt hier? Da kommt er. Gut, sobald er vorbeikommt, gibt es einen auf der Rübe. Ich finde niemanden. Ja, dann geh weiter deine Route und lass deinen toten Kollegen da einfach mal liegen. Genauso wie den da hier vorne. Was geht denn der jetzt vor unten da? Die machen gar keinen Sinn. Mich Scheiße. Schüttelst du nicht ab! So was ist los? Der Ungläubige immer auf der Flucht! Gehen wir hier rein. Wir können immer noch herausspringen. Ah, den anderen scheint es gar nicht zu interessieren, der da unten rumläuft. Es war nur der Bogenschütze oben, der jetzt so einen Stress gemacht hat. Ah, jetzt können wir uns den noch holen. Kalter Schweiß. Irgendetwas stimmt nicht. Bam. So, und jetzt ist nur noch einer. Oh fuck, der schießt, der schießt. Steh auf, Garrett. Ab hier wird er drunter. Komm du doch zu mir. Ich muss die Augen offen halten. Ich muss die Augen offen halten. So, wir heilen uns nochmal. Unser letztes Heilpaket. Gar nicht cool. Achso, ne. Feuerpfeile habe ich schon ausgerüstet. Jetzt gibt es eine vor der Fresse hier. Jemand ist in der Nähe. Das spürt. Bleib endlich stehen! Na! Ah. Den müssen wir irgendwie anders ausschalten. Wir klettern jetzt zu dem hoch und dann gibt es vor die Fresse. Aber erst, wenn er sein Interesse verloren hat. Ich laufe nicht weg. Ich warte hier. Na komm, zeig dich. Oder hör auf, dich zu suchen. Jemand ist in der Nähe. Ja, direkt vor dir, die Trottel. Und zack, auf die Rübe. Gute Nacht. Haben wir halt alle ausgeschaltet. Können wir nicht ändern. So, noch beklauen. Was hast du hier? Schloss knacken. Hoffentlich gibt es da ein Heilpaket drin. Das brauche ich jetzt gerade am nötigsten von allen. Und auf. Oh, was gibt's hier denn? Sägezahnpfeil, Erstickungspfeil, Sägezahnpfeil, Sägezahnpfeil, okay. Alles klar. Aber weiter geht's ja auch nicht. Nee. Okay, dann gehen wir hier wieder runter. Und ich glaube, irgendwie müssen hier hoch, oder? Liege ich da falsch? Alter, halt die Fresse da drinnen. Ah, hier, oder? Ja, na toll. Das hätte ich wahrscheinlich auch geschafft, wenn ich verfolgt worden wäre. Na gut, wir sind durch. Vogelkacke, da geht's lang. Ist hier schon wieder jemand? Ne. Aber hier ist jede Menge Glas.
Plopp. Die alte Kathedrale. Da oben liegt schon wieder was. Das werden wir uns natürlich versuchen zu holen. Fliegen. Kann man da hoch? Hier. Zack. Teleskop, 45 Gold, richtig nice. Ich muss zu der Rotunde klingen, aber diese Plattform hat ihre letzte Last getragen. Mal sehen. Ich muss klingeln, um reinzukommen. Ah, erst so knapp man das hier. Zack. Open. Energie, perfekt. Und noch ein bisschen Kohle. So, hier ist Glas. Was kriegen die mit? Ich würde trotzdem sagen, wir schießen von hier aus auf die Glocke. Ne, warte mal. Wir schießen von der Seite hier auf die Glocke. Und wenn die nämlich aufmachen, verpissen wir uns erstmal nach da oben. Und wir schießen mit... Reicht das so ein Wasserpfeil, oder? Wir klettern schon mal hoch. Sie sagten, Eisen bricht nicht. Aber das ist falsch. Wow. Das macht automatisch das Tor auf, wenn man klingelt. Ich dachte, die machen das jetzt von innen auf und kontrollieren, wer da klingelt. Aber nö. Die machen einfach auf. Und wer ist das? Ist das Orion, den wir hier suchen die ganze Zeit? Der in den Keller runterfährt? Muss mit Aaron und dem Stein in der Rotunde sein. Ich bin fast da. Das sind echt Leute. Sollten wir die Türe nicht verriegeln? Das gibt's nicht. Ich bin okay, zwei Mann. Sollte, denke ich mal, kein Problem werden. Seltsam. Können wir den hier Assassin's Creed mäßig? Ja. Bam, weg mit dir. Auf die Fresse. Ich bin bereit, Opa. Das Licht zu schützen. Bist du, ja? Wo ist er denn hin? Der interessiert sich einfach mal überhaupt gar nicht für seinen Kollegen. Ach, der ist einfach zurückgegangen? Ich muss mich konzentrieren. Na, das ist ja auch nett. Oh fuck, es kommt doch zurück auf einmal. Kommt hier rein? Endlich als Rattenfutter. Der kommt hier rein. Gut, dann geht er hin und dann dreh wieder um und dann kriegst du ein paar auf die Fresse. Glaub an das Fleisch, nicht an das. Der dreht eine Runde. Der dreht eine Runde, das Schwein. Tja. Umso leichter für mich. Sehr, sehr gut. Und ab rein hier. Erstmal umschauen, ob es was zu sammeln gibt. Hier kann man... Ne. Da hätte man wahrscheinlich das Tor wieder zumachen können. Aber das macht ja sowieso keinen Sinn. Deswegen ist das nicht auswählbar. Hier hätten wir uns verstecken können. Aber wir haben ja alle weggeschlachtet hier. Guck mal, hier ist was zum Einsammeln. Zack. Eingesammelt. Gehen wir noch auf die andere Seite. Da wird es, denke ich mal, auch noch so einen Krug geben oder so. Da unten liegt da was, okay. Wie lange bis die Vorräte unten sind? Der Lift ist älter als das Viertel und genauso kaputt. Nicht mal Orion selbst könnte ihn schneller machen. Oh, da steht schon einer. Sei vorsichtig, was du sagst, Freund. Da steht schon einer. Damit komme ich nach unten. Hier kommen wir nicht hoch, oder? Nee. Weicht nicht zurück! Dieser Sturm wäscht den Dreck der Tyrannen und Ungläubigen von unseren Straßen. Bald werden wir Zeugen einer neuen Dämmerung. Ich darf nicht bei jeder Bewegung. Hallo? Irgendwas stimmt nicht. Scheiße, das ist aber der, der die ganze Zeit hier in die Richtung glotzt. Wir werden doch nochmal über die andere Seite gehen, wo wir gerade eben schon waren. Aber ich habe nicht erwartet, dass hier auf immer so ein Wachenaufgebot ist. Ich dachte eigentlich, das wird hier erstmal ganz kurz chillig, der Bereich. Ein bisschen einsammeln, ein bisschen umschauen, aber nee, sind direkt wieder 1000 Mann.
Scheiß Licht hier, kann man das ausmachen? Aus hier. Störst. Da oben ist einer, okay. Ich sollte mich nach Dayport. Nach hier unten springen? Ja, wir gehen mal hier runter. Sammeln erstmal den Crab ein. Hier können wir uns wieder hochziehen. Gut. Oh fuck, hier geht's aber ganz schön tief runter. Nee, hier unten zu sein, das bringt uns auch nicht viel. Also werden wir hier wieder hochklettern. Wir müssen irgendwie die Wachen da ausschalten. Aber wir werden uns, denke ich mal, erstmal den schnappen, der hier sowieso gerade vor und zurück löscht. Aber das macht er gar nicht gerade. Was ist denn das? Pennt der nur, oder? Komm mal raus aus deinem Puff da. Oh, da kommt... Nee, da kommt der andere. Wo ist denn der andere? Komm raus da. Die Dämmerung wird uns den Weg weisen. Was ist denn das hier gerade von Scheiß? Ah, der kriegt uns mit. Wie soll man das lösen unentdeckt? Wenn der uns sowieso sieht. Da müssen wir ja irgendwas werfen. Wir werfen mal hier das Ding. Nein, das will ich haben, genau. Was werfen wir dem jetzt direkt vor den Latz? Nee, was machen wir da jetzt? Wir werfen das mal hier. Hey! Und gucken. Ich glaube, ich habe was gesehen. Hast du nicht, Mann. Das war nichts von Bedeutung. Denke ich auch. Oh, Leute. Wow. Was stimmt hier nicht? Nee, du hast nichts gesehen. Scheiße. Dein Ende naht, Ungläubiger. Was für ein Ding? Du kannst ja nicht mal klettern. Und wieder runter. Und wieder hoch. Ausgeschalten. Der Narr hat seine Position verraten. Ha? Sprich ein letztes Gebet, Freund. Lass mich in Ruhe. Oh fuck, jetzt kommen sie wieder alle. Na gut, dann, wow. Wo kann man hier hin? Was bringt denn das? Gar nichts. Ah, shit. Und hier wieder hoch. Komm, kletter. Und hier wieder hoch. Und hier bei euch rein wieder. Boah! Fuck, fallen! Boah, hatte ich jetzt Glück, oder? Jemand schleicht durch die Dunkelheit, das ist doch Quatsch. Lasst mich bitte in Ruhe, Leute. Wie hab ich denn hier die Falle aus... Oh, fuck, das ist alles Fallengedöns. Toll, wie soll ich denn das ausschalten? Jetzt bin ich schon immer durchgerannt. Also, deaktivieren. Wie soll ich das machen? Scheißdreck. Okay, wir heilen uns direkt nochmal. Ah, ja, jetzt sind wir gestorben. Hä? Was macht denn das für einen Sinn? Das erste Mal sind wir einfach durchgerannt und jetzt sind wir gestorben. Ah, ich bin gerade irgendwie nicht so stealth-mäßig unterwegs, habe ich so leicht das Gefühl. Wir schlagen einfach alle tot, fallen auf, rennen, fallen. Ist nicht so, wie ich das gern hätte. Aber wir müssen auch irgendwie durchkommen und pausenlos warten, bis die irgendwo hingelaufen sind und hier und da. Das ist ja dann irgendwie auch nicht so cool. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja, die Hände hier am Alten. Jetzt sind wir hier nochmal ganz am Anfang, willst du mich verarschen? Kletter doch mal, du Bastard, genau. So, jetzt warten wir wieder auf die beiden. Ja, komm, überspring das doch mal hier. Orion muss mit Aaron und dem Stein in der Rotunde sein. Ich bin fast da. So, kommt zu mir, ihr beiden. Sollten wir die Türe nicht verriegeln? Das gibt's nicht.
Was ist nur aus dieser Stadt geworden? So, weg mit dir. Hey! Hier unten ist jemand! Eindringling! Das ist Quatsch. Du kriegst mich nicht! Ich bring dich zur Strecke! Ah ja. Deswegen drehst du mir direkt erstmal den Rücken zu, oder was? Gut, das ging auf jeden Fall schneller als vorher. Der hat nichts dabei. Der hat auch nichts dabei. Was soll das denn? Die haben nicht mal Kohle dabei. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder diese ganzen Freaks da... Ach, hier ist ein Seil? Das ist natürlich interessant. Das habe ich vorher nicht gesehen. Wir holen uns fix den Krug hier drüben. Wo war denn der? Da war er. Okay, das habe ich jetzt gerade beim ersten Mal überhaupt gar nicht gesehen. Aber wir können den Hebel doch betätigen. Oder? Nee, hä? Nee, wir können den nicht auswählen. Okay, gut. Egal. Wie lange bis die Vorräte unten sind? Der Lift ist älter als das Viertel und genauso kaputt. Nicht mal Orion selbst könnte ihn schneller machen. Sei vorsichtig, was du sagst, Freund. Ein Versorgungsaufzug. Damit komme ich nach unten. Weicht nicht zurück! Dieser Sturm wäscht den Dreck der Tyrannen und Ungläubigen von unseren Straßen. Bald werden wir Zeugen einer neuen Dämmerung. Ich glaube, um das Seil hier ordentlich nutzen zu können, bräuchte ich noch ein Seil. Aber wir machen es erstmal so. Und gucken, wo wir rauskommen. Ne, wir brauchen da, glaube ich, echt noch ein Seil. Ansonsten bringt uns das gar nichts. Wir können höchstens auf jemanden runter droppen. Dazu müssen wir das hier. Nein. Das. Mir knurrt der Magen. Ist das so? Der sieht mich auf jeden Fall hier nicht. Was ist aus den Eintopfküchen geworden? Das bringt doch gar nichts, hier oben zu sein. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Der Typ da, der nervt extrem, der da steht. Kriegt man ja auch nicht ausgeschalten oder so. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Ja, das hast du gerade eben schon gesagt. Okay, da kommt wieder der Typ. Ich muss mehr schlafen. Durch die Schatten. Er scheint nicht mehr da zu sein. Hau ab, Mann. So darf es nicht enden. Nicht so kurz. So darf es nicht enden. Ist er wieder weg? Nee, da. Wir packen jetzt mal das Ding hier hin. Die Ungläubigen müssen im Namen der Dämmerung leiden. Warum zeigst du nicht dein Gesicht? Lass mich bitte in Ruhe. Mann, können wir hier nicht irgendwo anders lang? Der Götzen der Dämmerung. Vielleicht wäre der Tod eine Gnade. Oh, der andere ist auch weg. Niemand zu sehen. Wir dürfen erst ruhen. Der ist übelst gestresst, der Kollege. Na, was ist nun los? Ist das eine Prüfung meines Glaubens? Mhm. Was kommt als nächstes? Das ist toll, jetzt stehen die beide hier so nah.
Soll ich den jetzt ausschalten? Na, dann sieht der andere das auf jeden Fall. Nee, ah doch. Ich dachte schon, der hat sich jetzt umgedreht. Aber das ist nicht der Fall. Mann, das ist doch scheiße. Wie soll ich das lösen? Nerv nicht, Mann. Geht's hier nicht noch irgendwie anders lang? Jetzt kommen die hier rüber, oder was? Gut, dann machen wir nochmal das wie vorher. Wo wir dann aus Versehen in die Falle reingerannt sind. Oh, hallo. Noch jemand. Aber wir rennen jetzt mal durch. Mal schauen, wo es hingeht. Oh, fuck. Nicht durchs Glas. Und da gehen wir hier runter. Wo ist der? Verflucht! Lol, und wir gehen hier hoch. Und verstecken uns hier erstmal. Ja, einfach durchrennen ist scheinbar fast jedes Mal die Lösung. Das ist ja ganz witzig eigentlich. Da vorne ist der andere Wachmann. Da ist der Wachmann, aber der scheint hier gar nicht runterzukommen, da das nicht sein Bereich ist. Also ist normalerweise nur noch der hier unten unser einziges Problem. Der bewegt sich natürlich jetzt erstmal nicht. Bis er sich beruhigt hat. Genau, folgendes. Bam. Dein Feuer ist aus. Mein Freund. Er hat sich beruhigt. Das ist ja schon mal ganz gut. Wo sind diese verfluchten Schwarzkittel? Scheiße, kommt er jetzt zu mir? Oder wo kommt er hin? Ja, noch ein Stück näher, noch ein Stück näher. Scheiße. Ich bin neuerdings auch müde. So. Liegt da erstmal wieder. Hat er was zum Mitnehmen? Naja. Gut. Wir sind auf der anderen Seite angekommen. Ganz easy, würde ich sagen. Ja, hier ein paar Leute gekillt, ein paar ausgenockt und jetzt betätigen wir hier den Schalter. Den Hebel. Jetzt kommt, denke ich mal, unser Aufzug, oder? Oder kommt hier ein Aufzug? Nee, der hier kommt, oder? Ja, der dürfte kommen. Guten Tag. So, und den würde ich sagen, betreten wir in der nächsten Folge. Er hat jemanden getötet. Oder? Okay, den betreten wir doch jetzt schon. Wenn ich dich finde, bezahlst du für deine Frechheit. Tch. Okay. Aber jetzt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye und ciao.